Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Ingo brennt mit seiner Geliebten durch und stürzt Ehefrau Svenja in den finanziellen Ruin. Anwältin Ulrike Tasic kämpft um die Existenz ihrer Mandantin. Sie scheint zu lassen, Tat unter dem Tagesplan das Trennungsjahr. Was bedeutet das? Ja, dass sein Vater sich von mir scheiden lassen will. Wo ist mein Mann und wer ist das? Das ist seine neue Freundin. Schau dich doch mal an, wie du aussiehst. Hier, dieses Mutti-Outfit und sowas, bei uns läuft das schon seit Jahren nichts mehr. Glaub's einfach nicht. Unfassbar. Ja, das scheint hier ihr Mann dann systematisch geplant zu haben. Sie haben die ganze Zeit ein ganz, ganz mieses, falsches Spiel gespielt. Svenja und Ingo Mohr sind seit 15 Jahren verheiratet und haben eine 14-jährige Tochter. Wie jeden Morgen frühstückt die Familie zusammen und verabschiedet sich liebevoll von Ingo, bevor der Bauunternehmer in seine Firma fährt. Doch die Familienidylle trügt. Ach, guck mal, unser Nachbar, guten Morgen, dein größter Herr Kuhne. Fan. Einen wunderschönen guten Morgen. Naja, so schön. Schön ist es weiterhin heute nicht, ne? Naja, wenn er am Morgen so eine schöne Frau über den Weg läuft, dann kann es eigentlich nur ein schöner Tag werden. Herr Kuhn, seid ihr schon Alter wieder am Flirten, ja? Komm, geh los. Bis heute Abend. Tschüss. Tschö. Ja, bitte. Aha. Ich hätte gerne eine Autogrammbitte bitte hier. Mhm. So, ich danke. Bitte ja, schön. Danke. Tschüssi. Danke gleichfalls. Tschüssi. Komisch. Was Wichtiges? Ja, vom Anwalt. Sehr geehrte Frau Mohr, mit Teilchen mit Absicht, dich scheiden zu lassen, Tat unter dem Tagesplan des Trennungsjahr. Was bedeutet das? Ja, dass dein Vater sich von mir scheiden lassen will. Was? Das ist doch Quatsch, das hat er doch gesagt. Ist doch gerade erst raus. Wir beschicken ja noch. Kann doch nicht wahr sein. Ich werde jetzt erstmal anrufen und fragen, was es hier auf sich hat. The person you've called is temporarily not available. Was ist los? Die Nummer ist nicht vergeben. Das kann doch nicht sein. Weißt du was? Ich bringe dich jetzt erstmal zur Schule und danach fahre ich zu Papa erstmal in die Firma. Ich bin total durcheinander. Das muss eine Riesenverwechslung sein. Ich meine, warum sollte sich Ingo von mir trennen wollen, ja? Beziehungsweise scheiden lassen wollen. Der ist doch gerade noch aus der Türe raus. Der war doch gerade hier, war doch alles gut. Aber ich verstehe das überhaupt nicht. Der hätte doch mit mir reden können. My face above the water. My feet can't touch the ground. Die Hausfrau setzt ihre Tochter Gina an der Schule ab und fährt sofort zur Baufirma, die ihr und ihrem Mann zu gleichen Teilen gehört. Sie will Ingo zur Rede stellen. Stattdessen erwartet sie ein weiterer Schicksalsschlag. Guten Morgen. Ist mein Mann da? Nein, der ist nicht da. Mhm. Oh, wer ist das? So. Wo ist mein Mann und wer ist das? Das ist seine neue Freundin, mit der ist er auch in Hamburg. Ach, seine neue Freundin. Eine neue Freundin? Oder hat er mehrere? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Mit der ist er schon seit Monaten zusammen. Ach, ist ja interessant. Und das wissen nur Sie oder ist es überhaupt gar kein Geheimnis? Das weiß die ganze Firma. Das kann doch echt wohl nicht wahr sein. Und was ist mit seinem Handy? Wenn ich ihn versuche anzurufen, dann kommt immer die Ansage, dass die Nummer nicht vergeben ist. Er hat gesagt, er möchte auf keinen Fall gestört werden. Kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen? Nein, das kann alles nicht wahr sein. Ja, das können Sie. In der Tat. Sie rufen einen Anwalt an. Am besten, der heute noch Zeit hat. Und das Ganze bitte sofort. Mach ich. Es ist wie im schlechten Film, ja? Die Ehefrau erfährt's mal wieder als Letzte, ja? Mein Mann hat seit Monaten eine neue Freundin. Und ich habe nichts gemerkt. Klar lief es bei uns in der Ehe nicht mehr so toll. Aber sowas? Es gibt nichts, was mich Wenig später hat Svenja einen Termin bei Anwältin Ulrike Tasic. Die gehörnte Ehefrau zeigt der Juristin, wie ihr Mann Ingo sie vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Erstmal den Brief. Ja. Und das ist seine neue, ja? Aha. Das ist er. Kennen Sie die denn? Nee, die habe ich noch nie gesehen. Ich bin auch aus allen Wolken gefallen, als ich erfahren habe, dass er mit ihr schon was am Laufen hat. Seit Monaten geht es so. Ja? Okay. Ja, also wollen wir mal sehen. Der Anwalt, der hier geschrieben hat,
Ja, Will, ich muss wissen, was. Ich rufe den Kollegen erstmal an und höre mal nach, ob er das wirklich ernst meint. Beziehungsweise ob Ihr Mann den wirklich beauftragt hat. Ja, wenn Sie nichts dagegen haben. Nee, natürlich nicht. Weil, wissen Sie, wenn das hinterher ein blöder Scherz ist, dann haben wir auch Klarheit. Ja. Die Ehe von Svenja und Ingo ist längst im Alltag angekommen. Das weiß die 38-Jährige. Trotzdem hofft sie, dass es sich bei der Scheidungserklärung um einen Irrtum handelt. Doch die Worte der Anwältin sagen alles. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ich denke, wir werden uns in Zukunft dann noch öfter hören. Ja, bis dahin, vielen Dank. Auf Wiederhören. Und? Ja, ist also in der Tat ernst, ne? Also, Ihr Mann will die Scheidung. Unglaublich, ich kann's gar nicht fassen. Also, das ist geplant, ja? Weil mit diesem Brief ist das der Startschuss quasi zum sogenannten Trennungsjahr, das abgewartet werden muss und dann kann erst die Ehe geschieden werden. Ja, aber warum hat er denn nichts gesagt? Es war doch alles wie immer. Es war immer alles normal. Es war schön, es war gut. Sie sollten jetzt einfach sich mit dem Gedanken anfreunden, dass die Ehe jetzt keinen Bestand mehr hat, dass jetzt die ganze Ehe abgewickelt wird und dass die Scheidung läuft. Also im Grunde bleiben Sie mal ganz ruhig und überlegen, wie es weitergehen soll für Sie. Ganz wichtig, Wohnsituation. Wo wollen Sie zukünftig wohnen? Wie soll es da weitergehen? Haben Sie eigentlich Kinder? Ja, eine Tochter, Gina. Aber die ist auch aus allen Wolken gefallen. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ja, das wird noch mal zur Zerreißprobe für Sie, Frau Mohr, jetzt. Das ist klar für Sie und Ihre Tochter. Aber es hilft natürlich nichts. Wir müssen jetzt eine umfassende Bestandsaufnahme machen. Ja? Wie sieht es denn eigentlich aus mit Vermögen? Sind Sie berufstätig? Haben Sie eigenes Einkommen? Ich bin pro forma in der Firma meines Mannes mit angestellt als Geschäftsführerin. Aber ja, ich bekomme 1.500 Euro im Monat Gehalt, aber bin schon seit Jahren nicht mehr arbeiten gewesen. Ja. Okay. Gut, nochmal zurück zur Wohnsituation und überhaupt zum Vermögen. Wie wohnen Sie? Zum Eigentum, zur Miete und so weiter? Wissen Sie, wir müssen natürlich auch an Ihre finanzielle Versorgung in Zukunft denken. Das ist natürlich absolut wichtig. Ja, na klar. Also das Haus, in dem wir wohnen, das gehört mir allein, zum Glück. Ja. Ja. Das habe ich von meinen Eltern geerbt. Aber ich kann momentan echt nicht ans Geld denken. Ich kann das gut verstehen, aber Frau Mohr, auf der anderen Seite, wissen Sie, nehmen Sie doch gerne wieder Platz. Es ist natürlich so, wer so einen unmoralischen Schlussstrich zieht, ja, da müssen wir auch an Ihre Zukunft denken. Aber wie machen wir das? Ja, wir müssen natürlich jetzt die ganzen Vermögensverhältnisse und die Dokumente dazu mal sammeln. Wir brauchen ja, diverse Sachen wie Verträge, Bilanzen, Gehaltsabrechnungen, alles, was in diesem Zusammenhang von Wichtigkeit ist. Ich weiß ja nicht, ob ich mir das alles merken kann, was ich gucken soll. Wenn Sie möchten, kann ich da gerne Sie begleiten. Das wäre super. Ich könnte also gerne mit Ihnen nach Hause kommen, dann sichten wir die Unterlagen gemeinsam. Ja? Das wäre gut. Ja, gut. Ich fühle mich total beschissen. Aber wenigstens weiß meine Anwältin, was zu tun ist. Ich bin froh, dass ich sie sofort angerufen habe. Denn ohne sie wüsste ich gar nicht, was ich machen sollte. Es kommt mir immer noch vor wie ein riesengroßer Albtraum. What would I do without your smart? Anwältin Ulrike Tasic begleitet Svenja nach Hause. Sie will sich einen Überblick über die Finanzen der Familie verschaffen. Der Hausfrau gehört zwar die Hälfte der Firma, jedoch hat sie ihrem Mann bei den Finanzen immer blind vertraut. Deshalb ist sie mit geschäftlichen Belangen völlig überfordert und braucht die Hilfe der Juristin. Hier ist das Arbeitszimmer. Wonach suchen wir jetzt? Wo fangen wir an? Ja, also es geht um, sag mal, Lebensversicherungen, Rentenbescheide, gemeinsame Konten, Kaufverträge. Also es ist einfach wichtig, dass wir das Finanzielle vorab regeln, vor dem Scheidungsverfahren, weil sich damit das Scheidungsverfahren extrem beschleunigt, verkürzt und das spart auch sehr viel Kosten. Also bitte gucken Sie nicht nur nach den privaten Sachen, sondern auch nach den Firmensachen. Also Firmenunterlagen, ich muss mich auch noch mal mit dem Steuerberater der Firma in Verbindung setzen. Der Aktenordner ist weg. Wie weg? Ja, der ist nicht mehr da. Der ist irgendwo anders dann. Nein, ich bin mir sicher, das ist immer hier im Arbeitszimmer gewesen. Das weiß ich einfach. Aber Moment, Bargeld hat man nämlich auch hier immer drin, aber... Ist weg? Bargeld ist weg? Nee. Ich glaub's einfach nicht. Unfassbar. Ja, das scheint hier jemand dann systematisch geplant zu haben. Also umso mehr müssen wir eigentlich jetzt dringend den Steuerberater kontaktieren.
Nee, der ist schon im Wochenende, das geht nicht mehr. Wissen Sie was? Ich gehe nochmal oben gucken. Okay, ich komme mit. Svenja beschleicht eine böse Vorahnung. Hat sich ihr Ehemann tatsächlich aus dem Staub gemacht? Gibt's doch nicht alles weg? Alles weg, der hat alles mitgenommen. Dann hat er entweder im Vorfeld alles weggeräumt oder er war zwischenzeitlich noch mal hier, als Sie nicht da waren. Das kann doch alles nicht wahr sein. Tja, also wir müssen unbedingt an Ihren Mann rankommen. Ganz wichtig. Gibt's irgendwelche gemeinsame Bekannte, Freunde, die wir fragen, die irgendwas wissen? Oder wir fahren am besten direkt zur Firma, fragen die Angestellten dort, die müssen noch wissen, wo er ist. Ja, heute ist Freitag, aber freitags um diese Zeit ist niemand mehr in der Firma. Und freitags fährt Ingo immer zum Bowlen, der hat ein paar Freunde. Da müssen wir auf jeden Fall dahin, ja? Vielleicht taucht der Mann ja beim Bowlen auf. Also wir sollten da heute Abend hinfahren. Okay, machen ja? wir. Fahren wir heute Abend hin. Prima. Ja. Wenn Sie noch irgendwas haben an Unterlagen gefunden haben oder Fragen, rufen Sie mich gerne an. Mach ich. Dann sehen wir uns später. Mhm, danke. Tschüss, Frau Mohr. Svenja ist maßlos enttäuscht. Anscheinend hat Ingo auch Kontoauszüge und Verträge mitgehen lassen. Jetzt steht der Mutter die schwierige Aufgabe bevor, Tochter Gina alles zu erklären, die gleich von der Schule kommt. Doch zunächst steht Nachbar Holger Kuhne vor der Tür. Ich hoffe, ich störe wirklich nicht. Ach, Altidiot. So, guck ich mal nach. Oh, gucken Sie mal, haben Sie Glück. Ein Päckchen habe ich da. Ich wusste doch, so sind Sie sind, kann Ihnen der Zucker gar nicht ausgehen. Mama? Gina. Herr Kuhne wollte sich nur Zucker holen. Er hat ein kleines Päckchen geborgt und er wollte jetzt auch gerade wieder rübergehen. Ja, Herr Kuhne. Gut, ich mache mich dann mal auf den Weg und sag mal Tschüss. Genau, tschüss, Herr Kuhne. Tschüssi. Na, meine Kleine, alles gut? Ja, aber was ist jetzt mit dem Brief? Das war doch bestimmt eine Verwechslung, oder? Ach, setz dich doch erst mal hin. Komm, alle Dudes, setz dich mal hin. Soll ich den Kakao machen? Nein, ich will keine Zehen mehr, Mama. Was ist jetzt mit dem Brief? Ganz in Ruhe. Also, es ist keine Verwechslung. Dein Vater will sich von mir scheiden lassen. Was? Das kann doch nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Nein. Doch, Gina. Der hat alle wichtigen Unterlagen mitgenommen. Ja, und das brauchst du ja nicht erst versuchen. Erreichst ihn eh nicht. Über 20 Mal versucht, ihn anzurufen. Würde ich denn noch alles sagen, ob du mit mir aus. Tja, die Nummer ist nicht mehr vergeben, Mama. Was habe ich dir gerade gesagt? Aber du musst irgendwie um ihn kämpfen, Wie Mama. Wie soll ich denn um ihn kämpfen? Ich habe zurzeit einfach nicht die Kraft dazu, Mensch. Ich weiß doch selber jetzt nicht, was hier gerade alles passiert. Ich weiß es auch nicht, aber ihr dürft euch nicht... Ihr dürft euch nicht trennen. Ich weiß wirklich nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe einfach keine Kraft mehr zurzeit. Komm her, Mama. Oh, won't you stay with me? Am Abend fährt Anwältin Ulrike Tasic mit ihrer Mandantin Svenja zur Bowlingbahn, wo sich Ingo regelmäßig mit seinen Kumpels trifft. Dort hoffen sie mehr über sein rätselhaftes Verschwinden zu erfahren. Hallo. Svenja, was machst du denn hier? Ich suche Ingo. Ingo? Ja? Der ist mit Jessi nach Hamburg. Also ist es für euch keine Neuigkeit, dass Ingo eine neue hat? Das weiß aber wohl heutzutage schon jeder. Sagen Sie, seit wann sind die denn ein Paar? Seit einem halben Jahr oder so. Und das weiß ich ganz genau, weil ich hatte nämlich an dem Tag Geburtstag gefeiert. Okay. Und wo haben die sich kennengelernt? Na, hier auf der Bowlingbahn. Jessi war doch Servierin. Kann ich das Ende reden? Jessi war doch mal Servierin und es war ihr erster Tag. Ja, ich mach das schon. Okay. Ja gut, also dann sagen Sie mir bitte, der Hamburg, wo der jetzt in Hamburg ist, wissen Sie nicht, sagen Sie? Vielleicht wissen Sie ja, wie die Jessi mit Nachnamen heißt. Nein, das wissen wir nicht. Guido, bitte, ich wusste heute Morgen nicht mal was von dieser Jessi. Svenja, tut mir echt leid, ja, wir wollen weiterspielen. Du siehst doch, wir haben ein Spiel. Mann. Na super. Hat der richtig, war ja richtig der Knaller, ja. Tja, das war wohl nix. Nicht aufgeben, Frau Mohr. Kommen Sie mal mit. Ich hab was hier. Entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie uns vielleicht weiterhelfen? Ihre ehemalige Kollegin, die Jessi. Können Sie uns bitte sagen, wie die mit Nachnamen heißt? Meine Kollegin mit Nachnamen heißt, interessiert sie nicht. Entweder bestellen Sie hier was zu trinken oder ist sie lassen. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Moment mal, Moment mal. Gucken Sie mal da. Jessi, links. Ja. 10.01.87. Das ist sie. Novak. Jessi Novak. Da haben wir Namen. Volltreffer. Super. Klasse. Also. Nein.
Ich bin sehr froh, dass wir jetzt wissen, wie die neue Freundin von Ingo Mohr heißt. Denn mit dem Nachnamen können wir herausfinden, wo sie wohnt. Ich gehe davon aus, dass er bei ihr unterkommt, sobald er aus Hamburg zurück ist. Und für meine Mandantin ist es absolut das Wichtigste, mit ihm erstmal zu sprechen. Now is the day, time to forget comes. Für die 38-jährige Hausfrau bleiben viele Fragen offen. Schließlich hat Ehemann Ingo sie 6 Monate lang betrogen und ihr die ganze Zeit Familienidylle vorgetäuscht. Svenja versteht nicht, warum er sich so feige aus dem Staub gemacht hat. Doch es soll noch schlimmer kommen. Was? Eine offene Rechnung von über 800 Euro? Was? Nur für das denn? Ja, für irgendwelche teuren Uhren. Hier, eine Mahnung, ja? Also offener Betrag von über 1.500 Euro? 1.500 Euro? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, siehst du doch hier. Es sind alles Einkäufe, die Ehemann Ingo in ihrem Namen getätigt hat. Mit jedem Brief wird Svenjas Entsetzen größer. Rechnungen und Mahnungen, von denen sie keine Ahnung hat, ergeben eine beachtliche Forderung. Das sind locker hier zigtausende von Euros, ja? Ich weiß nicht, wie du bezahlen soll. Wovon vor allem? Ne, Papa hat's gekauft, also muss das auch bezahlen. Sagst du. Hier, überall steht mein Name drauf. Überall, ja? Meine Anwältin kommt nachher, um mich abzuholen. Wir wollten uns heute noch mal treffen und jetzt werde ich ihr erstmal alle zeigen. Denn hoffe ich nur, dass ich das nicht bezahlen muss, dass ich nicht dafür gerade stehen muss. So, Mama, ich muss jetzt los. Papa meldet sich bestimmt noch bei dir und deine Anwältin wird das schon hinbekommen. Die kennt sich ja schließlich damit aus. Dann bis heute Nachmittag. Ja, bis heute Nachmittag. Svenja informiert sofort Anwältin Ulrike Tasic, denn sie hat Angst, für diese Rechnungen gerade stehen zu müssen. Die Juristin will Ingo zur Rede stellen, der heute von seinem Kurztrip aus Hamburg zurück sein soll. Gemeinsam mit ihrer Mandantin fährt sie zum Bauunternehmen. Also Frau Mohr, was ich immer noch nicht verstehe, das ist, wenn Ihr Mann die Verträge in Ihrem Namen abgeschlossen hat, dann müssen Sie die ja unterschrieben haben oder hat er Ihre Unterschrift gefälscht? Nee, ehrlich gesagt, habe ich die einfach so unterschrieben, ohne es mir durchzulesen. Wie bitte? Ja, Mensch, ich habe Ihnen doch vertraut, ja? Die Firma gehört ja zur Hälfte mir und zwar nur auf dem Papier. Aber von den Geschäften hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und abends hat Ingo mir dann immer irgendwelche Verträge, Abschlüsse und so ein Zeugs dann hingelegt. Und ich habe die dann einfach unterschrieben. Ja, dann konnte er Ihnen ja die Verträge einfach so unterjubeln. Ja, ich weiß, Mensch. Ich habe ihm vertraut, Mensch. Ich war so dumm, ja? Aber, ja. Also das war aber verdammt blauäugig. Also da konnte er ja in seiner Kaltblütigkeit Sie richtig über den Tisch ziehen. Ja, aber kommt er denn damit durch? Naja, also ich sag mal so, Sie haben die Verträge erstmal unterschrieben. Und gut, wir können natürlich versuchen, die anzufechten wegen arglistiger Täuschung. Aber das müssen wir auch erstmal beweisen, denn Zeugen haben wir dafür ja wahrscheinlich nicht. Nee, ach übrigens, haben Sie eigentlich rausgefunden, wo diese Jessica wohnt? Ja, leider nicht. Also ich meine, die hat in Kreuzberg in der WG gewohnt, aber ich bin da sofort hingefahren. Aber da wohnt sie nicht mehr. Die ist vor ein paar Wochen da ausgezogen. Es konnte mir auch keiner sagen, wo sie jetzt wohnt. Aber dafür müsste sie sich doch eh beim Einwohnermeldeamt ummelden, oder? Ja, müsste sie eigentlich. Ja, hat sie aber nicht. Insofern, da kommen wir jetzt auch nicht weiter, ne? Boah, ey, ich habe echt das Gefühl, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen. Ich weiß im Moment echt nicht mehr weiter. Ach, jetzt lassen Sie mal den Kopf nicht hängen. Wir schaffen das schon, Frau Mohr, klar. Okay, naja, da sind wir ja schon. Doch Ingos Auto steht nicht vor der Firma. Und der hat sich heute auch noch nicht blicken lassen. Anwältin Ulrike Tasic will sich die Firmenbücher der letzten Monate ansehen, um sich einen Überblick über die finanzielle Situation der Familie zu verschaffen. So, Kontoauszüge, das ist schon mal richtig. Dann haben wir hier die Bilanz, ganz wichtig. Und dann haben wir hier, ah ja, gut, Lieferschein und die Rechnungen. Ja, das ist doch schon mal sehr gut. Und für was brauchen Sie das alles? Na, Sie haben ja gesagt, die Firma gehört Ihnen zur Hälfte. Ja. Und ich muss natürlich jetzt mal überprüfen, ob Ihr Mann irgendwelche Gelder da vielleicht abgezweigt hat und veruntreut hat. Sie sagten ja, einen wirklichen Einblick hatten Sie in das Tagesgeschäft nicht, ne? Nee, dafür könnte ich mir wirklich so selber in den Hintern treten, ja? Dass ich so blind gewesen bin, dass ich diesem Schwein wirklich vertraut habe. Ich brauche noch mal die anderen Sachen, bitte, Frau Mohr. Wir müssen uns jetzt da mal ein bisschen
rein vertiefen. Ja, könnten Sie mir noch mal die anderen Sachen bitte bringen? Natürlich. Weil Anwältin Ulrike Tasic macht sich an die Arbeit. Eine Stunde später hat sich die Juristin ein Bild über die Finanzen des Bauunternehmens gemacht und hat keine guten Nachrichten für ihre Mandantin. Wenn ich das richtig interpretiere, dann ist die Firma bald bankrott. Das kann ja nicht sein, ja? Die Geschäfte liefen immer gut. Dachte ich zumindest. Also ich verstehe das auch nicht. Das hätte doch dem Steuerberater auch auffallen müssen eigentlich. Aber Moment, wie eine SMS von Gina. Ach, Ingo hat sich bei ihr gemeldet und er will sich jetzt mit ihr treffen. Oh, ist ja interessant. Ist er wieder aufgetaucht? Ja, wurde auch mal Zeit, ne? Ja, dann würde ich sagen, wollen wir mal zusammenräumen. Ja. Meine Mandantin gehört die Firma ja zur Hälfte. Das heißt, sie haftet für die Hälfte der Schulden mit ihrem Privatvermögen. Um was über die Höhe der Schulden sagen zu können, muss ich mir natürlich jetzt erstmal einen Gesamtüberblick verschaffen und mit dem gegnerischen Anwalt und auch dem Steuerberater mal Tacheles reden. Denn das ist im Moment noch total undurchsichtig. When the summer dew.